A1.0. Am 22.02.2020 kaufte sich Claudia für 2000 Euro Aktien. Sie geht davon aus, dass der Wert y Euro ihrer Aktien nach x Jahren durch die Funktion f y gleich 2000 mal 1,07 hoch x mit g gleich a plus 0 Kreuz a plus 0 dargestellt werden kann. A1.1. Ergänzen Sie die Wertetabelle auf Ganze gerundet, zeichnen Sie sodann den Graphen zu f in das Koordinatensystem ein. Also, Schritt 1 mal markieren, was wir alles haben. Wir haben die Funktion f mit 2000 mal 1,07 hoch x. Wir wissen, dass y Euro entspricht und x den Jahren. Und der Anfangswert ist, mit 2000 Euro hat sie Aktien investiert. So, wichtig beim ersten Teil, ergänzen die Wertetabelle, ist, auch, dass man schauen muss, auf wie viele Stellen man runden soll. Also auf wie viele Stelle gerundet werden soll. Hier steht jetzt, man soll auf ganze Zahlen runden. Wie rechnen wir das jetzt aus? Hier sind die Werte für x angegeben. 0, 5, 10, 15, 20. Man kann also hergehen und diese Zahlen jeweils hier für das x in die Formel einsetzen und jeweils ausrechnen. Also für 0 einsetzen, ausrechnen, für 5 einsetzen, ausrechnen und so weiter. Wer einen Taschenrechner mit entsprechender Wertetabelle-Funktion hat, der kann auch diesen benutzen. Wir benutzen zum Beispiel den Sharp. Da geht man auf y ist gleich und tippt jetzt bei uns y1 einfach diese Funktionsgleichung ein. Also die 2000 mal 1,07 hoch x. So, da fehlt noch eine 0. Jetzt. Und dann klickt man auf Table und dann gibt der Taschenrechner auch schon die entsprechenden Werte aus. Was vielleicht ein bisschen noch blöd ist, ist, dass er komplett alle Zahlen anzeigt, also von 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen ja nur, wie jetzt hier steht, 0, 5, 10, 15 und so weiter und so fort. Kann man entweder umstellen oder man scrollt halt so lange nach unten. Ja, hier kann ich jetzt über Table Settings einstellen. Entweder, dass ich als User das eingeben darf, dann kann ich die Zahlen eingeben. Oder ich stelle die Schrittweite auf 5 um. Muss nur bei 0 starten. Und wenn ich jetzt auf Table klicke, habe ich gleich die ganzen Zahlen vorrätig. Und wie gesagt, jetzt aufpassen hier auf ganze Zahlen runden. Das heißt, es darf keine Kommazahl mehr dran stehen. Dann haben wir hier 2000, 2805, 3034, 5518, 7739 und 10.855. Also, die tragen wir hier ein. 2000. 2805, 3934, 5518, 7739 und 10.855. So, jetzt gilt es noch, diesen Graphen einzuzeichnen. Das heißt einfach, das als Punkte sehen. Ja, x und der entsprechende Funktionswert dazu und das unten in die Wertetabelle eintragen. Also der erste Punkt wäre 0, 2000, der liegt hier. Zweite wäre 5, 2805. Jetzt gilt halt so genau wie möglich. Ja. Den Wert kann man nicht ganz genau anzeichnen, aber möglichst nahe treffen. 10 ist knapp unter 4000, also hier. 15 ist bei 5518, also 5500 rum. 20 haben 7700, der wird ungefähr hier liegen. Und 25 haben wir 10.855, der liegt dann ungefähr da. Und jetzt so genau wie möglich verbinden. Das gibt dann so eine ansteigende Kurve. Und hier sieht man recht deutlich, sollte man einen Punkt falsch eingetragen haben. Also wenn irgendwie so eine Delle reinkommt, dann sieht man sofort, oh, hier stimmt irgendwas nicht, ich muss noch meinen Wert besser ausrechnen oder habe was falsch eingezeichnet. So, und damit wäre die Aufgabe auch schon fertig.